Ja, in diesem Video geht es um alles, aber nicht um Ökologie und Elektromobilität. Ja, viele von euch fahren natürlich elektrisch, weil es eben ökologisch Sinn macht. Ich möchte euch aber zeigen, dass es da nicht nur um Ökologie geht, sondern auch um ganz viel Spaß. Ihr kennt meine Strecke Bremen-Berlin, Berlin-Bremen. Und die fahre ich mit meinem ID.3 immer mal so um die 4 Stunden 30, wenn ich gut durchkomme. Jetzt aber habe ich hier ein ganz feines Spielzeug. Und mit diesem feinen Spielzeug, da möchte ich mal gucken, wie schnell geht's denn wirklich? Ich habe meinen Trip gar nicht resettet. Ihr seht, seit 5.47 Uhr, das ist da, wo ich in die Garage gegangen bin. Und ich bin aber erst um 6.04 Uhr losgefahren, also 17 Minuten später. Das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, weil die Geschwindigkeit natürlich auch gar nicht stimmt. Also müssen wir nachher von der Zeit 17 Minuten abziehen. Nur, dass ihr das jetzt schon mal gehört habt. Werde ich nachher auch dran denken, aber ja, so ist das. Ja, und Deutschland, eine Autobahn. Hier sind wir schon auf der ersten Autobahn. Ich konnte noch nicht lange schnell fahren, aber wird auch wieder besser. Was mich ein bisschen wundert ist, unten stehen gerade 183 Kilometer Reichweite noch. Also, der hat gestern am Vollladen 313 angezeigt, ist heute Morgen 204, nachdem ich die Navi-Route eingegeben habe. Wahrscheinlich, weil da Autobahn dabei ist und er gesagt hat, 313, aber nicht auf der Autobahn, mein Lieber. Also, werde ich jetzt kurz nach Hohenwarsleben fahren, dort ein bisschen zwischenladen und dann meine übliche Route fahren, also Hohenwarsleben und dann Lehrter See. So wie ich eigentlich immer fahre. Nur mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit halt. So, eine Stunde 30 ungefähr, aber da müsst ihr 17 Minuten abziehen. Also eine Stunde 14, 36,8 und das ist die aktuelle Situation und ja, jetzt werde ich gleich mal eben Lehrter See eingeben und vorher gucken wir uns das mit dem Laden an. Vielleicht klappt ja Plug and Charge. Also man sieht hier gar nichts, weil die Sonne voll drauf knallt, ne? Aber er zieht jetzt gerade mit, jetzt geht er hoch auf 213 kW, 210, pendelt irgendwie so, 12% bin ich angekommen, waren etwa 20, 21 Kilometer Rest. Ja, und den Rest seht ihr. Oder eben auch nicht. So, dann geben wir mal eben den nächsten Stopp ein. Lehrter See Nord.
Die Ionity. Die Route wird berechnet. So. Bitte in 200 Metern an der Ampel links abbiegen in die Irxleber Straße. Ja, wenn es soweit ist, ne? Gucken wir mal eben hier. So, ich habe 34 Kilometer. Na, da lädt er gerade mit 15 Kilometer die Minute oder auch 216. Das verstehe ich zum Beispiel nicht bei VW. Warum geht das bei VW nicht, ne? 216 kW bzw. 15,1 Kilometer pro Minute. Es wäre so einfach. So, und da seht ihr 38 Kilometer. Also, ich lade jetzt hier, boah, ich glaube 150 Kilometer rein. 150 Kilometer. Batterie geladen um 8.31 Uhr, glaubt er selber nicht, oder? Doch, 7 Uhr. Er sagt, er bräuchte jetzt eine Stunde, um die Batterie vollzuladen. Also es ist jetzt 7.25 Uhr. Und, ja. Aber wir wollen ja gar nicht vollladen, sondern, und das erzähle ich euch ja immer wieder, immer nur so viel laden, bis ihr die nächste Ladestation erreicht oder eben bis zu Hause angekommen seid. Und, ja. Ich mache jetzt Frühstückspause, ein bisschen, und dann geht's gleich schon weiter. Ich glaube, so lange muss ich hier nicht warten. Okay, also, er hat jetzt reingeladen, 130 Kilometer. Ja, da seht ihr, da. Und das heißt, ich stecke den jetzt ab. Dazu an der Säule Stopp machen. So, gehe ich hier rum, geht schneller. Entriegeln. Zack. So, dann machen wir den Deckel zu. Und dann geht das weiter. Das Porsche Navi meint, ich wäre erst um 10.31 Uhr da. Halte ich für ein Gerücht. Also wenn ich mal eben durchrechne, es sind noch 200 Kilometer. Die müsste ich in 2 Stunden locker schaffen. Es ist jetzt gerade genau 8 Uhr. Also ich sage, ich schaffe es in 4 Stunden. Ich bin jetzt gerade 2 Stunden unterwegs. Von daher, man mag mich Lügen strafen, aber ich bin der Meinung, ich schaff's in 4 Stunden. Ja, bis zum Ziel sind es jetzt 139 Kilometer, laut Navi. Und somit werde ich hier so weit laden, bis da irgendwie nur 160 steht. Ich glaube, da macht es am meisten Sinn. Habe ich ein bisschen, also 20 Kilometer Luft ist in Ordnung bis zum Ziel. Dann kann ich auch die A27 vielleicht noch ein bisschen ausnutzen, da ist auch bis kurz vor Bremen, also nach Achim irgendwie so, kannst du da auch ordentlich mal Gas geben. Sollte auch heute nicht so voll sein. Von daher kann man da noch ein bisschen Spaß haben. Gleich geht es erstmal ein kurzes Stück auf die A7. Ja, da wird wahrscheinlich wieder ein Tempolimit sein. Und dann gucken wir mal am Ende, wo wir landen. Aktuell sagt er 9.53 Uhr. Ja, gucken wir mal, ne? Challenge accepted. Also er ist von seinen 10.30 Uhr, ist er jetzt inzwischen auf 9.53 Uhr gegangen. Warum auch immer da 10.30 Uhr stand. 9.53 Uhr finde ich viel netter. Da gehst du einmal um die Ecke. Auf Toilette, eine Runde drehen. Und schon ist die Karre wieder voll hier, ey. Das ist ja... Junge, Junge. Mann, Stress hier.
geht gar nicht. Oh, bin ich nicht gewohnt. ID 3 dauert das alles länger. Weiter geht's. Oh, viel zu viel reingeladen. Oh Mann, ey, hier. 200 Kilometer, verdammte Axt. Oh, na gut, hilft ja nichts, ne? Weiter geht's, oder? Da hat er mich reingelegt. 164, jetzt direkt nach dem Losfahren. Soll mit 10% ankommen. Ist völlig okay. Und er sagt 10.08 Uhr. 10.08 Uhr wären 4 Stunden und 4 Minuten. Weil ich bin ja um 6.04 Uhr losgefahren, nicht um, wie es hier steht, 5.47 Uhr. Das war, wie gesagt, Garage raus, ein bisschen vorbereiten wegen Drehen und so weiter. Ja, also 6.04 Uhr bin ich losgefahren und 10.08 Uhr sagt, da bin ich da. Dann wäre ich 4 Stunden 4 unterwegs. Laut Google Maps übrigens wäre diese Tour 3,48 mit einem normalen Auto. Mal sehen, ob ich 3,48 schaffe, aber ich glaube nicht. So, aktueller Status. Ich komme vor 10 Uhr an und das würde heißen, dass ich unter 4 Stunden gewesen bin. Ich erinnere nochmal dran, ich bin um 6.04 Uhr losgefahren. Ne? Und 9.59 Uhr inklusive Ladezeit ist natürlich dann 5 Stunden 55. Ja, 5 Stunden 55. Das ist natürlich ziemlich 5 Stunden 55, so ein Quatsch, Mann. 3,55. Also von daher, das. Ja. Mit einem Porsche geht sowas auch. Ich bin jetzt auf der A27, ja, da wo man schnell fahren konnte, meinte leider so ein Fiat 500L, dass er irgendwie sich ein Rennen liefern muss mit mir und einem neuen Elfer und stumpf links geblieben ist mit 170. Ja, kannst du manchmal haben, aber das hätte jetzt auch jetzt nicht die große Zeit gebracht oder so, muss man ganz ehrlich sein. Und von daher, ich denke mal, wenn ich jetzt knapp unter 4 Stunden bleibe, ist das schon ziemlich, ziemlich cool. Habe jetzt 5 Minuten Luft, Ziel war 4 Stunden und das sehen wir dann, wo ich am Ende rauskomme. So, 9.56 Uhr, da oben steht sogar 3,58. Ich bin aber eben um 6.04 Uhr losgefahren. Also 4,8 Minuten 3,52 ungefähr. Sehr geil. Also, und das Geilste ist, Google hat gesagt 3,48, blättet euch das nochmal eben ein. Und ich bin jetzt in 3,52, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ne? Also 6.04 Uhr und 9.56 Uhr, also 8 Minuten von 4 Stunden weniger sind 3,52. Geil! Also, macht das Spaß? Ja. Ist es anstrengend? Ja. Und oh, ich nehme mal meine Sonnenbrille ab, ihr findet das ja mal unhöflich, aber beim Fahren brauche ich das. Also mit so einem Porsche geht das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Kann man nicht anderes sagen. Aber ihr müsst natürlich gucken auf die anderen Verkehrsteilnehmer. Das ist echt ganz, ganz wichtig. Und wenn die Straße voll ist, kannst du auch nicht ballern. Das ist einfach so und das werde ich auch nicht tun. Ich werde niemals irgendwelche anderen Verkehrsteilnehmer gefährden, nur weil ich meine, ich müsste unter 4 Stunden irgendwie nach Bremen kommen. Heute war es möglich, bin halt echt früh losgefahren mit 6 Uhr und dann war die Bahn eben noch nicht so voll und es ist jetzt noch keine 10 Uhr und ich bin hier in Bremen. Also von daher alles schicki, schicki, schicki. Ich find's ziemlich geil, das ist mal eine Referenzzeit. Da bin ich mal gespannt, ob ich das mit einem Ioniq 5 oder mit einem EV6 von Kia auch schaffe. Einzige Wermutstropfen, das zeige ich euch mal eben an der ganzen Sache ist, ich habe noch 46 Kilometer. Also auch hier,
18%, 46 Kilometer. Ich konnte halt das, was ich jetzt eben gesagt habe, nicht so schnell fahren, wie ich vielleicht fahren wollte. Und musste halt auch Rücksicht nehmen auf andere Verkehrsteilnehmer, was ja selbstverständlich ist. Und deswegen ist hier eben noch wirklich viel übergeblieben. Und da hätte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr runterfahren können, wenn ich eben die Möglichkeit gehabt hätte, an der einen oder anderen Stelle, zum Beispiel die A7 war sehr, sehr voll. Da war auch tatsächlich immer ein bisschen Stau, wo es runterging auf Tempo 40. Und die A27, wie gesagt, da wo der Fiat 500L, so heißen die Dinger, glaube ich, meinte, er müsste mit 170 die linke Spur blockieren. Auch da werde ich natürlich nicht rechts überholen. Ich werde nicht dicht auffahren. Ich setze nicht den Blinker links. Ich warte, bis er irgendwann sieht, vielleicht will der hinter mir ja schneller fahren. Egal. 3,52 ist eine mega geile Zeit. Ich bin da richtig froh drüber. Und ich hoffe, euch hat diese kleine, total unökonomische Tour gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, Daumen hoch. Lasst ein Abo da, würde mich freuen. Und wenn ihr den Daumen runter gebt, was ich durchaus bei so einer Tour verstehen kann, dann bitte in die Kommentare. Begründet es. Mich interessiert es dann einfach. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.